Man könnte argumentieren, dass das von uns untersuchte Prinzip der Informationsrecherche innerhalb einer Vielzahl von Texten eigentlich ein alter Hut ist. Und zwar insofern, als seit mehreren Jahrhunderten Menschen versuchen, Wissen, das eigentlich von anderen Personen stammt und in Texten repräsentiert ist, für sich selber zu nutzen. Das Revolutionäre am Internet besteht meines Erachtens nun darin, dass dieses Wissen nicht mehr ausschließlich einer relativ kleinen Gruppe von Gelehrten innerhalb einer Gesellschaft zur Verfügung steht, sondern mehr oder weniger jedem, der zu Hause oder wo auch immer in der Bibliothek über einen Internetanschluss verfügt. Und mit einem relativ geringen Aufwand, wenigen Mausklicks, eine Vielzahl von Sachinformationen zur Verfügung hat, die er oder sie nutzen kann, um ganz konkrete für das eigene Leben relevante Probleme lösen zu können. Diese Entwicklung bringt ein ganz neues Problem mit sich. Im Internet findet man Wissen, das man als Laie verstehen kann, aber man findet auch viele Informationen, viele Berichte über Methoden, die man als Nicht-Fachmann nicht mehr selbst beurteilen kann. Früher war das anders. Dort gab es eine klare Trennung. Es gab die Türen der Bibliotheken und diese markierten zugleich die Grenze zwischen dem Fachwissen und dem Wissen für Laien. Und dann war klar, hinter den Türen der Bibliotheken in den Universitäten wird Wissenschaft behandelt, wird Wissenschaft produziert, die man als Laie nicht verstehen kann. Heute im Internet gibt es solche Türen nicht mehr. Und man muss nicht nur entscheiden, was ist bedeutsam, was ist richtig, sondern man muss auch entscheiden, was kann man überhaupt verstehen und wo ist es besser, wenn man sich letztlich doch auf den Rat von Experten verlässt, weil man in der Sache selbst kein Urteil fällen kann.